Einen wunderschönen Willkommen zurück. Was zur Hölle war das denn eben? Das war laut. Willkommen zurück zu einer weiteren Und in der Krach. Ist das schon wieder an? Ey, das ist doch... Also... Guten Abend, Flo. Jawohl, jetzt ist es raus. Super, lautet der Tag. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir waren letztes Mal hier stehen geblieben und haben hier Lichter laufen lassen. Und ich glaube, wir müssen noch dieses Licht bewegen. Dazu müssen wir irgendwie eine Linse finden. Das ist keine Linse, aber wir können ja mal da... Oder vielleicht da. Gut. Die Frage ist, wo ist die Linse? Wir haben sie noch nicht gefunden. Wir müssen hier was einsetzen. Genau das... Linse, Linse, du musst wandern. Von dem einen zu dem anderen. Was bist du? Munition, immer her mit dir. Ja, eben. Dachte ich mir auch. Das? Ja, das bin ich, eindeutig. Kind der dunklen Sonne. Namen JP, Namen Dillifee. Ja, super. Hat der Flobi schon geschickt gehabt. Sehr gut. Das ist da endlich. Was war das hier? Ein Schürhaken. Ein Schürhaken ist natürlich schwieriger. Da drücke ich die Daumen, ne? Insbesondere für den allerersten Arbeitstag denn. Ah, hier drüben war er da schon. Genau. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Gibt es keine Karte? Was war das I gedrückt halt, ne? Karte ist hier nutzlos, siehst du? Sag ja. Na, da. So, sind wir schon durch das Ding durch hier? Ich bin gar nicht hier. Doch, da ist jemand. Hat er jetzt zurückgehauen? Ist er gestürzt? Kam die hier? Und warum? Wo geht's da hin? Ist der Schürhaken kaputt? So, eine dumme... ich hab eine Axt. Voll. Wieso bin ich voll? Voll Dechsel. Hä? Ich kann aber nicht... Hä? Hä? Ah! Ganz schön laut, oder? Wenn du wüsstest, JP.
Stardust drin war. Anzeige Einstellung. Schatten, Töne, helle Töne, okay. Video. Hat sich hier wieder was verstellt? Nee, ist alles episch. Ja, aber ich kotze ja gerade eben nicht. Hat man ja gesehen. Meine Waffe ist kaputt gegangen. Ich kann auch nicht hauen, ne? Ich kann nur mit der Dings hauen. Warum ist das so laut? War das vorher schon so laut? Hebel. Licht. Nichts. Da muss er durchgucken, glaube ich. Echt? Das war schon immer so laut? Das wäre geil. Ja, ich drehe immer hier runter, ne? Damit ich nicht so mich erschrecke. Geht nicht. Ich kann dir nicht aufnehmen. Die Unterwelt drin. Super. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Das ist bestimmt ein Bug. Ah, ich brauche doch keine Nahkampfwaffe. Verkehrt, was ich da gerade mache. So. Och, huch. Oh, guck mal. Ich habe das angefackelt. Passiert da irgendwas, wenn wir das machen? Mist, da komme ich nicht ran. Cool. Warum brennt es da nicht weiter? Nee, jetzt muss ich da. Nee, da. Nee. Ja. Irgendwie muss ich da hoch. War das noch mal? Hier hoch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Boah, heute so viel Viehzeug unterwegs. Das ist Wahnsinn. Halt. Ach, kann ich gar nicht da links und rechts drehen. Ist ja Beschiss. Ich wollte die Bänder kaputt machen. Okay. Ist ja interessant. Bestimmt gleich angegriffen. Die Musik ist schon wieder so spannend.
Die sind wieder unterwegs. Bleib doch nicht hängen, Mann. Mach mir die ganzen Türen zu. Was machst du denn? Du sollst ausweichen, Mann. Er hat alles gemacht, nur dich ausgewichen. Es wird gleich zusammenbrechen. Ach, hör auf. Ich hab nichts gesehen. Was? Au, au. Bleib doch da. Ach so. Mann, 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 Mann. Oh, tschüss. Achso, ist ja bloß eine Kassette. Ich hab sogar eine Kassette. Psychologisches Trauma, durchbrecht die Wände der Selbsttäuschung, zügelt manisches Verhalten. Die Bedingungen des Schattenmanns. Der Vertrag. Oh nein. Jetzt fällt er wieder hin und stößt sich im Kopf. Lass mich. Ach! Wir sind jetzt hier, wie heißt der Zauberer des Markenstadt. Wir werden gerade von den Affen, von den Fliegenden weggeschickt. Kapitel 4. Das sag ich dir. Hey. Hey, Detective. Was tun Sie da? Ich habe was gefunden. Toll. War es Alkohol? Gott, nein, mir hat's nur kurz den Atem verschlagen. Ich glaube, ich weiß, wie man den Pakt des Schattenmanns bricht. Was genau soll das bedeuten? Dass alles wieder normal wird. Na schön. Ich habe mehr Informationen über der Shadow und die Patienten. Hier gehen einige wirklich seltsame Dinge vor. Ach. Ich glaube, zwei der Patienten sind tot. Vielleicht auch der Buchhalter. Ich habe bloß aufgehört, mir Sorgen zu machen. Tja, halten Sie einfach die Augen offen, schätze ich. Was haben Sie nochmal gemacht? Jeremy hat einen Pakt mit dem Schattenmann geschlossen, damit der Wahnsinn nicht raus kann. Na schön. Ich werde ihn brechen. Ich habe nur... Wo ist der? Wo ist der Talisman? Hängt um Ihren Hals. Ach. Ich mache mir Sorgen, Detective. Quatsch, mir geht's gut. Ich mache mir Sorgen, dass Sie keine große Hilfe sind. Was? Aber wenigstens sind Sie eine Ablenkung. Was? Vertrauen Sie mir. Ihr Geld ist gut angelegt. So wie es läuft, bin ich ein absolutes Schnäppchen. Was passiert denn dann eigentlich, wenn man Sie spielt? Das muss doch ganz anders ablaufen, oder? Wo bin ich denn jetzt schon wieder hin? Der Vertrag des Schattenmanns. Seite wählen. Oh, ein psychologisches Trauma anerkennen, die Barrieren der Selbsttäuschung durchbrechen, manisches Verhalten zügeln. Achso, wir können ja... Die Wissenschaft der Medizin bringt mich nicht weiter. Es gibt nichts, was den Hardwood-Fluch aufheben kann. Nur der Opferdolch kann die Verzweiflung aus Jacobs Auge entfernen. Aber diese Tat würde den Untergang von DeSeto bedeuten. Möge mein Fluch ausnahmsweise zu einer Waffe werden. Ich gebe deinen Forderungen nach. Kriechendes Chaos. Errichte dein Gefängnis um dieses gottverlassene Hospital. Wenn das Böse verhungert ist, werde ich hier für immer begraben bleiben.
Er muss das psychologische Trauma erst anerkennen, bevor wir weitermachen können. Die Lügen müssen aufhören, damit wir die Mauern der Selbsttäuschung durchbrechen können. Schließlich muss das manische Verhalten gezügelt werden. Okay. Kehre nach der Sette zurück. Ja, das habe ich. Wie war das? Komischerweise habe ich jetzt das Ding geladen, ne? Wie habe ich das? Achso, G war das. G, G. Ich wollte G drücken. Was ist das hier? Nichts. Achso, was muss ich jetzt tun? Kanbi hätte nicht gedacht, sich jemals so sehr darüber zu freuen, wieder in Dusedo zu sein. Es fühlte sich an, als wäre er durch einen langen, dunklen Tunnel an Leid und Reue gekrochen. Jetzt, da er wieder zurück war, konnte Kanbi sich den im Vertrag erwähnten Schritten widmen. Aber eine Sache nagte noch an ihm. Was genau hatte das alles mit Dr. Gray zu tun? Tja, das wüsste ich auch gern. War ein bisschen kurz, aber war halt straff. Ne? Zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück. Kurz zum Haus. Vermutlich das vorletzte Mal. Meine Oma besuchen, da war ich zwei Stunden lang Mittagessen, beziehungsweise sie hat Mittag gegessen, ich nicht. Wir haben gequatscht, so weit wie es möglich war, und dann war es schon wieder nach Hause. Zwischendurch war ich bei den Mönchen. Ne, wir haben so ein paar, ja, was sind das eigentlich? Tibetanisch, so eine Abspaltung, irgendeine Splittergruppe von den Berliner Mönchen. Also hier buddhistisch, ne? Und die haben in der Ortschaft Pevesin, heißt die, haben die eine Bäckerei, heißt Backwaren. Kleiner Wortspiel. Und absolut lecker. Und die lassen sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Es ist immer schön zu sehen, wenn du da bist, früh morgens, und dann andere Leute kommen, die keine Zeit haben. Die werden da so richtig abgebügelt, so von wegen ganz in Ruhe. Ja, aber ich wusste ganz, ja, was möchten sie denn jetzt noch haben? Und dann nimmt er das dann ganz langsam, packt das hin, faltet das alles schön ein. Alles super. Vor allem kannst du richtig, die sind arschfreundlich. Wirklich arschfreundlich. Macht richtig Spaß. Na, Feige. So, was mir war, Bitch, habe ich gerade gelesen, brich in Dr. Grays Büro ein. Wo ist denn Dr. Grays Büro? Wir gehen mal runter ein Stockwerk. Ach da, Dr. Grays Wohnung ist aber nicht Dr. Grays Büro, richtig? Doch. Scheinbar, nee, Dr. Grays Büro ist hier. Wir müssen also erstmal das Treppenhaus runter. Das können wir sogar in den großen Salon. Das ist sogar das Beste. Wir gehen komplett runter. Wenn wir können, gehen wir runter. Wenn wir können. Genau, was diesem Abend noch gefehlt hat. Ja, das glaube ich auch. Wenig Hintergrundstimmung. Wenn wir können, gehen wir raus. Oh, er muss doch hier irgendwo sein. Er würde das Haus nicht verlassen. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Hast du den Detective gesehen? Wer ist er? Kann man ihm trauen? Ich glaube, er gehört zu den Guten. Du weißt schon, wie wir. Wird er ihr Erscheinen gutheißen? Gepriesen sei die Mutter. Er muss davon nichts erfahren. Deswegen Jeremy hier. Schwarze Züge. Beruhig dich. Ist noch nicht so weit. Gott, es tut weh. So wie ich das sehe, scheint der Detective Probleme zu lösen, nicht zu machen. Sei einfach wachsam. Falls er doch etwas anstellt. Ich stelle nie was an. Bin absolut lieb. Die zwei Pfleger hatten Jeremy immer noch nicht gefunden. Kanbi nahm an, dass das gute Nachrichten waren.
Emily hatte ihn an ein paar seltsame Tode in Decedo erinnert und Carnby war sich nicht sicher, wem er trauen konnte. Nee, ich habe mit dem Spiel schon vor ein paar Tagen angefangen. Wir sind ja schon in Kapitel 4. Wenn dich das interessiert, auf YouTube, heute kam die, in Gänsefüßchen, letzte Folge von den vorigen Streams bis dato raus. Und das ist jetzt live. Spielen wir weiter. Sollst du alles andere gucken? Muss nicht bei mir geguckt werden. So, wir müssen... I und M verwechsel ich nicht, ne? Opferdolch. Ach, die müssen wir noch angucken, oder was? Ein Dolch, der von zwei Schlangen umschlungen wird. Wurde im versunkenen Tempel. Okay. Aber da ist doch ein Auge drauf. Oder ist das Auge an dem Talisman? Oder ist das wieder ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Okay, gut. Freut mich. Ich wollte doch auf die Karte gucken. So, wir müssten jetzt durchs Esszimmer in den Treppenflur und da kommen wir nicht durch. What the fuck shit? Oh nee, ne? Warte mal. Wir müssen hier über die Galerie. Och nee, wir müssen wieder zurück. Die Tür ist zu. Vielleicht weiß das Aaron oder kann jemand gucken. Ist mit Emily ein anderer Weg zum Durchspielen angedacht? Also ist da was anders? Können wir das hier aufschließen? Ich brauche den Schlüssel. Ja, wer braucht den nicht? Ich brauche den auch. Oh, warte mal, ich kann aber da durchgehen, ne? Ich kann ja hier durch, dann komme ich aber hier nicht durch. Das ist aber auch verzwickt. Aber wir könnten in den Keller gehen. Warte mal. Hier in den Keller. Dann kommen wir hier raus. Und keine Ahnung, wo wir dann hingehen. Was ist hier mit der Treppe? Wir müssten hier über die Galerie reinkommen, aber wir kommen nicht rein. Oder doch? Nee, wir kommen nicht rein. Ich muss einen Stock. Doch, wir können ja. Nee, können wir auch nicht. Das ist auch zu. Was ist das denn? Ich fühle mich ein bisschen veräppelt gerade. Auch zu. Jesus, was zur Hölle war das? Was? Was war das? Ist blockiert. Ach, hör auf. So, jetzt müssen wir noch mal gucken hier. Hier geht die Treppe runter. Treppe runter. Warte mal, hier die Treppe runter, ne? Lohnt aber nicht, weil... Wir kommen hier nirgendwo weg. Wobei, wir könnten über den Wintergarten wieder... Nützt ja auch nicht, weil wir kommen ja hier nicht durch. Hä? Alles schick hier. Ja, ich probiere es erstmal. Finde einen anderen Weg in die Halle. Okay. Das ist jetzt das neue Ziel. Okay. In die Treppenhalle. Die Treppenhalle ist wahrscheinlich das Treppenhaus. Hier kommen wir nicht durch. Aber zur Bibliothek auch nicht. Wir kämen über die Galerie.
Dazu komme ich aber nicht hier drüben lang. Von hier unten komme ich nicht durch. Es war vorher aber nicht da. Wahnsinn und die Astart-Künstlerkolonie. Eine Monographie von Yael Klein. Anfang 1909 wurde die alte Villa de Sedo außerhalb von New Orleans in eine Künstlerkolonie umgewidmet. Drei berühmte europäische Künstler mieteten das Haus und das umliegende Land von den Besitzern, der Familie Ledoux. Die Kolonie wurde in erster Linie von Sebastian Cortes geleitet, der von seinen Gleichgesinnten William Argus und Heinrich Kassel liebevoll der Kapitän genannt wurde. Die Kolonie bestand 6 Jahre lang, bis eines Tages alle 12 Mitglieder ohne Spur verschwanden. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass ihr Verschwinden mit einem zerstörerischen Hurrikan zusammenhing, der am 29. September 1915 die Region heimsuchte. Aber es gibt keine klaren Hinweise, die diese Annahme unterfüttern. Klar belegt ist dafür ihre häufige Teilnahme am Nachtleben von New Orleans. Ihre Begeisterung am Geben von Feiern und ihre ausufernden Beiträge zu den Mardi Gras-Paraden, als die Piraten von Pontchartrain. Berichte über ihre Lebensweise finden sich in nahezu allen Klatschspalten. Insgesamt könnte man sie als sorglos und unkonventionell beschreiben. Ende Juni 1909 erschien der Name Astart das erste Mal in den Zeitungen. Cortes sagte, der Name wäre ihm beim Malen in den Sinn gekommen. Es gibt keine Erwähnung, dass er vorher von der antiken phönizischen Fruchtbarkeitsgottheit wusste, die den gleichen Namen trug. Sein Mitkolonist Heinrich Kassel wusste aber von der Verbindung, weil er später Skulpturen schuf, die eindeutig Anspielungen auf uralte Idole der Gottheit waren. Es ist unmöglich nachzuvollziehen, wie der Name so plötzlich ins Spiel kam. Aber er ist aufgrund von Desertos Geschichte besonders interessant. Bei der Namensgebung der Plantage lag mit Sicherheit kein Versehen vor. Wir wissen, dass Elijah Pickford einen Tempel für den Kult bauen wollte, für den er 2 Jahre vor Kauf des Landes schon Flugblätter verteilt hatte, in denen er seine Absichten kundtat. Man schätzte seine Anhänger auf fast 100 Männer und Frauen, vor allem Seeleute, Gestrandete und Kahuns, als das Anwesen gebaut wurde. Für Außenstehende wurde De Seto als eine von Sklaven bewirtschaftete Plantage gemeldet, was es Pickford und seiner Gemeinde erlaubte, jahrzehntelang unbemerkt zu wirken. Die offizielle Version der Geschichte ist, dass der Kult bis 1862 Bestand hatte, als die Unionsarmee vorbeizog, die Plantage niederbrannte und alle vertrieb, die dort lebten. Nach dem Bürgerkrieg versammelten sich neue Leute in den Ruinen von De Seto, um eine neue Fruchtbarkeitsgöttin zu erfinden, die Shub Niggurath. Obwohl De Seto ein ungewöhnlicher Name sein mag, von dem nur wenige gehört haben, ist er doch in gebildeten Kreisen nicht unbekannt. Astart ist ebenfalls bekannt und mag von belesenen Künstlern auch unbewusst ausgewählt worden sein. Shub Niggurath jedoch ist ungewöhnlich. Es ist nahezu unmöglich, dass jemand in Louisiana diesen Namen schon mal gehört haben sollte. Der Name wird nur in sehr seltenen Büchern wie unaussprechlichen Kulten und dem Necronomicon erwähnt. Und man geht davon aus, dass es verschliffenes Arabisch ist und zu den dunklen Jungen gehörig bedeutet. Die wenigen zu der Göttin abgedruckten Absätze sind so verstörend, dass niemand bei geistiger Gesundheit jemals eine Religion auf diesen Grundlagen aufbauen wollen würde. Der Kult der Shub Niggurath war schwer zu vertreiben. Aber man geht davon aus, dass der Hauptschuldige am Untergang des Kultes, trotz der steten Verhaftungen und der Tötungen mehrerer Kultisten über die Jahre, der Kult selbst war. Was sich gut in die Reihe aller Kultaktivitäten auf der Setos Gelände einfügt. Als Hauptmann J.W. Norton der Unionsarmee dort eintraf, beschrieb er die Menschen in De Seto als mangelernährt und besessen. So sehr die Armee sich auch bemühte, sie zu retten, sie wehrten sich dennoch entschlossen dagegen.
als könnte sie nichts davon abhalten, sich selbst zu zerstören. Obwohl das Verschwinden der Astart-Künstlerkolonie ein Rätsel bleibt, scheint das wiederkehrende Motiv anzudeuten, dass ihr Schicksal mit Wahnsinn und einem Hunger nach der Selbstopferung im Namen der Fruchtbarkeitsgöttin mit den 1000 Namen verflochten ist. Warum auch nicht? Warum auch nicht?